Was beim Gruselfilm für die richtige Stimmung sorgt, stellt dem normalen Hausbewohner die Nackenhaare auf: das Quietschen und Knarren von Türen. Das Quietschkonzert wird meistens von schlecht geschmierten Türscharnieren verursacht, bei denen Metall auf Metall reibt und sich die Resonanz dabei über die Tür und den Türrahmen als Klangkörper verstärkt. Wenn wieder Stille einkehren soll, müssen die Scharniere neu geschmiert werden. Wie man das macht, will ich euch zeigen und dabei meine zwei Anti-Quietsch-Favoriten vorstellen. Dünnflüssige Öle wie Maschinenöl oder Karamba beheben das Quietschen oft nur kurzfristig, das heißt nur für Tage oder wenige Wochen. Meine Favoriten sind hingegen Vaseline oder Kerzenwachs, die das Knarren für Monate oder sogar für Jahre verhindern. Damit man an die Zapfen und Hülsen der Scharniere herankommt, muss die Tür ausgehängt werden. Macht sie dazu weit auf, sodass die Türkante beim Hochheben nicht am Rahmen hängen bleibt. Hebt sie dann mit beiden Händen an, wackelt ein wenig herum, um sie leichter zu lösen. Ist die Tür zu schwer, kann man auch zu zweit heben oder von unten mit einem Hebel nachhelfen. Sind die Zapfen frei zugänglich, kann man sie mit Vaseline einschmieren oder mit flüssigem Kerzenwachs betropfen. Wenn ihr mit Kerzenwachs arbeitet, legt etwas Zeitungspapier oder Folie darunter, denn es kann auch einmal etwas daneben gehen, was man nicht auf dem Teppich haben will. Um das Kerzenwachs aufzubringen, zünde ich einfach eine Stummelkerze an und gieße das flüssige Wachs auf den Zapfen oder in die Hülse. Jetzt muss die Tür nur noch eingehängt werden. Trick, wenn man alleine arbeitet, ist, den Fuß unter die Tür zu stellen, dann kann man sie leichter balancieren und oben und unten wieder einfädeln. Wie Sie hören, hören Sie nichts. 10 Minuten Arbeit und das Quietschkonzert ist dauerhaft zu Ende. Wer noch mehr von meinen Tipps nachlesen will, findet in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Artikel. Tschüss!